Guten Abend, meine Damen und Herren, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Sie wundern sich vielleicht jetzt, warum Sie von einer Informatikerin ausgerechnet etwas über Geschäftsmodelle hören. Und das liegt damit verbunden, dass wir im Lawcenter versuchen, diese neuen Technologien wirklich angewandt in Unternehmen hineinzubringen, neue Möglichkeiten auszuprobieren, wie wir die Daten, die Unternehmen haben, wirklich verwendbar sind für neue Geschäftsmodelle, für neue Anwendungen. Und wir stoßen dabei immer wieder auf ein faszinierendes Phänomen, das eigentlich, so sagen wir mal, im Bereich Produktionseffizienz, dass es da ganz selbstverständlich ist, dass man die Daten hernimmt, dass man die Produktion verbessert. Dass aber in dem Moment, wo man wirklich darüber nachdenkt, dass man vielleicht die Geschäftsmodelle leicht ändern könnte, dass es dort eine wahnsinnige Scheu gibt, diesen Schritt zu tun und auch einfach mal nur kleine Experimente loszutreten. Und ich habe die Gelegenheit, ich bin im Connect Advisory Forum, das ist das höchste Advisory Forum von der EU im Bereich IKT. Und dort habe ich eben den Peter Evans und die Annabelle Gore, die sind beide die Autoren dieser Studie, die Sie auch draußen noch in der vollen Länge finden, kennengelernt. Und als die beiden diese Studie mal vorgestellt haben, das hat mich so sehr erschüttert, dass ich gedacht habe, also jetzt ist es wirklich an der Zeit, dass man diese Informationen noch wesentlich mehr verbreitern, mehr erzählen, in welcher Gefahr oder welcher Situation sich Europa da vielleicht gegenüber Asien und Amerika befindet und dass eben diese Plattform-Enterprises, so wie sie da jetzt eben definiert werden, eben kein Mickey-Maus-Geschäft sind und auch nichts für Teenager, nur zum Spielen, die Facebooks und Social Media, sondern dass das ernsthafte Businessmodelle sind, die man nicht unterschätzen darf. Und die darf man nicht unterschätzen, weil da auch ganz andere mathematische und business-theoretische Aspekte hinter diesen Enterprise-Plattformen stehen. Und das ist eben auch nicht ganz neu. Schon 1991 gab es den ersten Nobelpreis in dem Bereich, der genau diese Dinge analysiert hat. In den Folien, die Ihnen vorliegen, sind eben noch zwei andere Herren genannt, die in dem Bereich sehr tätig sind. Also da geht es eben wirklich darum zu analysieren, was heißt es, wenn ich in einer Marktsituation eben nicht nur zwei Partner habe, die miteinander in eine geschäftliche Beziehung treten und die einander kennen und die dann auch miteinander Verträge abschließen, so wie Frau Kichel das jetzt eben auch gerade erläutert hat. Sondern in einer Plattform habe ich immer eine Dreiecksbeziehung. Und Dreiecksbeziehungen sind von jeher immer kompliziert. Und diese Dreiecksbeziehungen sind immer zwischen mindestens zwei Usern und der Plattform. Und dieser eine User können eben Käufer, Seller, Anbieter, was auch immer, Innovatoren sein. Und man tritt dort eben in eine Beziehung ein mit Leuten, die man nicht kennt, wo die Verträge nicht vollkommen immer ganz klar sind, wo die Möglichkeiten da sind, dass sich viele Dinge eben multiplizieren, die man vorher vielleicht überhaupt nicht bedacht hat. Und diese Grundlage zeigt eben dann auch, dass sich viele, viele Dinge verändern. Also einer dieses Metcalfe's Law ist eben auch das, dass die in Netzwerksituationen sich eben die Möglichkeiten eben mit dem Netzwerk dermaßen erhöhen. Also wenn ich nur zwei Telefone habe, kann ich halt miteinander gerade mal bilateral telefonieren, aber in dem Moment, wo ich schon alleine 12 Telefone habe, habe ich die Möglichkeit, schon 66 unterschiedliche Connections zueinander herzustellen. Das heißt, ich habe in so einem Netzwerk die Situation, dass mehr Benutzer immer mehr Wert generieren. Also je mehr Benutzer ich dort hineinziehen kann, desto mehr Wert habe ich und desto mehr Nutzer ziehe ich wieder mit hinein. Und das entwickelt dann eben so einen Kreislauf, der eben selbstverstärkend ist. Also man hat einen selbstverstärkenden Kreislauf, in dem Prinzip Geld generiert wird und dieses Geld wird dann natürlich wieder in vielfältiger Art und Weise investiert, um dann auch wieder von überall anderswo Innovationen zum Beispiel abzugreifen und auch wieder in die eigene Organisation zu integrieren. Warum das jetzt in der jetzigen Zeit so besonders relevant ist, ist, dass jetzt im Prinzip verschiedene Forces da zusammenkommen. Es ist einmal diese Netzwerke, die es halt jetzt immer mehr gibt auf der Welt und auf der anderen Seite die Daten, die durch immer mehr Chips und IKT eben tatsächlich entstehen,
kommen zusammen mit diesen neuen Plattform-Geschäftsmodellen, also diese Age of Platforms. Und diese drei richtungsgebenden Forces beeinflussen eben jetzt die Firmen. Und wir beobachten immer öfter, dass sich halt viele Firmen mit den IKT-Aspekten von Big Data und von Networks durchaus auseinandersetzen, dass sie eben dann ihre CIOs damit beauftragen, größere IT-Farms oder solche Dinge anzuschaffen, aber auf der anderen Seite eben übersehen, dass wie man eben wirklich die Geschäftsmodelle überdenken sollte. Vielleicht noch ein Rückblick in die Geschichte. Also ich habe vor einiger Zeit einen sehr interessanten Artikel im Standard gelesen, in dem ein Historiker analysiert hat, warum ist denn eigentlich die industrielle Revolution damals besonders erfolgreich gewesen in Europa und nicht in Asien? Warum hat es in Europa so besonders gut funktioniert, dass man da tatsächlich diese neuen Geschäftsmodelle entwickelt hat, die sich eben durch die Elektrizität und die ganze Automatisierung wirklich ergeben haben. Und dieser Autor ist zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich daran gelegen ist, dass man in der Lage war, dass man willens war, altes, überliefertes Wissen einmal zur Seite zu geben und neue Dinge anzugehen. Und zwar mal nicht zu sagen, ja, das machen wir jetzt schon seit 10 Jahren, seit 100 Jahren, immer in der gleichen Art und Weise, sondern Dinge zu sagen, wir machen es ganz neu. Und in der Zeit war Asien nicht in dieser Lage. In dieser Zeit war Asien sehr gefangen, noch in ihrem traditionellen Denken, dass sie gesagt haben, nein, wir beugen uns sozusagen immer den Älteren und versuchen eher diese Dinge weiterzuführen, die die Älteren angefangen haben. Und in Europa war eben genau da diese Aufbruchsstimmung. Und diese Aufbruchsstimmung erleben wir im Moment in den USA ganz besonders, aber auch in zunehmendem Maße in Asien, wo eben genau diese neuen Ideen, diese IKT, die Ideen, die aus der Informatik, aus der künstlichen Intelligenz oder sonst woher kommen, eben wirklich umzusetzen in Geschäftsmodelle und auch in ein anderes Management-Stil. Also es geht ja in diesen Plattformen auch nicht darum, also in dem Moment, wo man so eine Plattform leitet und initiiert, dann hat man eigentlich eher so die Rolle eines Kapitäns auf dem Schiff, wo man versucht, mit verschiedenen Playern gemeinsam auszutarieren, wohin die Reise jetzt eigentlich gehen sollte. Also das heißt, dort direkt die Kompetenz zur Seite schieben zu wollen, funktioniert eben nicht, sondern man muss auf seiner Plattform durchaus Services, Daten, wie auch immer, von den Competitors zulassen, um dann wirklich diesen Mehrwert zu haben, dass man eben weiß, über welche Arten von Matchmaking, welche Arten von Daten, welche Arten von Services wann und wo und wie eingesetzt werden. In der Studie, die vorliegt, wird dann noch genau unterschieden. Die Autoren unterscheiden 4 verschiedene Arten von Plattformen. Dabei eben einmal die reinen Transaction-Plattformen, wie zum Beispiel eBay, über die wirklich nur so Transaktionen, Kauftransaktionen stattfinden. Das Besondere an diesen Transaktionen oder diesen Dingen wie eBay ist ja wirklich, dass es diese Share Economy hervorgerufen hat, dass man eben Dinge, bessere Nutzung der Ressourcen auch zwischen Privatleuten ermöglicht. Dann gibt es die Innovation Platforms, wie zum Beispiel SAP. Also das sind genau die Plattformen, wo sich Innovationen, wo sich die Consultants von SAP dann wieder austauschen, neue Innovationen hervorbringen und in den Markt hineintragen. Aber viele der großen Plattformen, die wir kennenlernen, Google, Amazon und so weiter, sind eigentlich Integrationen daraus. Also das ist auf der einen Seite ein Handelsplattformen sind und auf der anderen Seite wirklich neue Innovationen hervorrufen. Besonders sieht man das bei Apple Store, wo natürlich durch diese Erstellung von Apple Store selber die Möglichkeit gegeben ist, dass jeder noch so kleine Entwickler kann eine App entwickeln und wenn die nun mal bei den Leuten gut ankommt, dann kann man damit eine Menge Geld machen und hat gleich die Möglichkeit, weltweit Dinge zu verkaufen, seine Services anzubieten. Und wenn wir uns unsere junge Generation anschauen, ich bin ja auch Professorin an der TU Graz, ich treffe immer mehr Studierende, die jetzt schon ihre Skills weltweit verkaufen, weltweit ansetzen, die weltweit Business betreiben und zwar ohne jegliche
Scheu oder Hindernisse, die sie da empfinden. Und zuletzt gibt es noch die vierte Typ der Investment-Plattforms. Das sind halt dann besonders auch so Crowdfunding-Plattformen, wo es darüber geht, dass man eben versucht, Finanzen zusammenzubringen, um neue Projekte dann wirklich starten zu können. Diese Plattformen werden in der Studie noch genau analysiert, in welchen Bereichen jetzt wo besondere Unterschiede sind, aber zusammenfassen kann man es immer damit, dass eigentlich wirklich, also Berlin und London sind die einzigen größeren Bereiche in Europa, wo wirklich ein paar dieser Unicorns, das heißt, das sind diese Firmen, die bereits Marktcap von mehr als einer Milliarde haben, zu Hause sind, und im sonstigen Teil von Europas ist das eben nicht der Fall. Was mich dann bei der Vorstellung dieser Studie noch sehr berührt hat, ist, dass es nicht auch nur darum geht, dass wir hier also an dem, sagen wir mal, an diesem automatischen Rad der Geldverdienungsmaschine irgendwie ausgeschlossen sind. Das ist natürlich mal ein Ding. Dass aber gerade natürlich die Jobs, die Arbeitsplätze ganz anders geschaffen werden. Also man spricht davon, dass 1,5 Millionen Direct Jobs schon mal alleine durch die bestehenden solche Firmen geschaffen worden sind und weiter geschaffen werden. Aber dass natürlich die Indirect Jobs, die damit zusammenhängen, das sind ja Millionen und Millionen. Und diese sind interessanterweise ja nicht unbedingt dort, wo die Firma ist. Ja, also man lernt ja im BWL-Studium, Arbeit ist eine stationäre Produktionsfaktor, der sich nicht so leicht verschieben lässt, weil die Leute nicht so gerne umziehen. Aber im Prinzip haben uns die Googles und Amazons dieser Welt schon gezeigt, dass das eben nicht der Fall ist, weil eben eine irrsinnige Menge von Leuten jetzt schon aus Indien, aus Europa arbeiten für eben genau diese Multinationals. Und zwar nicht in Form von wirklichen Arbeitsverträgen, sondern in Form von Werkverträgen, irgendwelchen anderen innovativen Möglichkeiten. Das heißt, diese Firmen finanzieren in keinster Weise unser Sozialsystem, bezahlen hier keine Steuern und profitieren aber extrem von unserer Bildung. Wenn ich mir anschaue, wie wenig Geld in die Schulen und in die Universitäten fließt, und wir dann auch noch die wenigen Leute, die dort ausgebildet sind, dann sozusagen entweder von hier direkt für Google arbeiten oder dahin ziehen, da fragt man sich schon, kann das jetzt eigentlich wahr sein? Die TU Wien hat jetzt gerade eben, also ich glaube im letzten Jahr, Zugangsbeschränkungen für Informatik eingeführt, weil es einfach nicht genug Ressourcen gibt, mit diesen Studierenden umzugehen. Die TU Graz überlegt sich das für nächstes Jahr. Eigentlich ist es abstrus, weil wenn man hört, Google hat jetzt gerade 3000 Machine Learning Experten eingestellt. Wenn wir uns mal überlegen, in Österreich, also wenn wir hier 100 oder 200 im Jahr produzieren, dann ist das schon top. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eher weniger. Und wenn wir die wirklich im Jahr bräuchten, also wenn wir 3000 im Jahr bräuchten, dann ist mal die Frage, wo würde man die denn hernehmen? Und die sind dann eher woanders als bei uns. In diese Richtung, wir arbeiten natürlich an der TU Graz zum Beispiel auch gerade daran, solche Studiengänge aufzubauen in Richtung Data Science, Data Management, Data Analytics, um genau dagegen zu arbeiten. Wir haben auch von der FFG jetzt eine Stiftungsprofessur für Data Management bekommen. Also falls Sie jemanden kennen, die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 20. Juni. Wir suchen wirklich den oder die Beste, die dort auf diese Professur passen könnte, um genau unsere Capabilities zu erhöhen, die Studierenden da auszubilden. So, und jetzt ist nur die Frage, wie schaffen wir es denn hier wirklich solche Plattformen aufzubauen? Und eigentlich geht es in all diesen Bereichen darum, diesen Data Layer, dieses virtuelle, unangreifbare mit dem Physical Layer wirklich zu verbinden, daraus einen Mehrwert zu schaffen. Und da, wenn man sich dort anschaut in der Literatur, was es eigentlich heißt, so eine Data-Driven Business-Prozess anzustoßen, da wird davon gesprochen, dass man mal anfängt, indem man eine gute Dateninfrastruktur für sich intern schafft, indem die Daten überhaupt erstmal zur Verfügung gestellt werden.
Das machen jetzt viele Firmen, so wie Immovil, zum Beispiel auch Zero G von Lufthansa oder BBVA im Finanzbereich, in dem eben die Daten ausgelagert werden in kleinen Startups oder also extra Units, in denen dann diese Daten wirklich zur Verfügung stehen. Und da kommt dann auch schon der nächste große Punkt, nämlich die Demokratisierung dieser Daten innerhalb des Unternehmens. Dass die Daten eben nicht nur für einige wenige Experten oder Spezialisten zur Verfügung stehen, sondern wirklich für die Leute, die mit den jeweiligen Kunden in diesen Prozessen arbeiten, weil das sind die Leute, die dort die Innovationen entdecken in den Daten. Und dazu brauchen sie natürlich gute Tools, brauchen sie mal Analytics-Tools, die auch von, sagen wir mal, Nicht-Informatikern bedienbar sind und verwendbar sind. Ja, und am Ende braucht man dann noch eine Kultur in diesen Unternehmen, die eben das Experimentieren erlaubt und unterstützt. Also dass man eben sich Daten nimmt, mal schaut, passt meine Hypothese oder nicht. Und meistens kommt man dann drauf, dass die Hypothese eben gerade nicht passt und dass die Erkenntnisse, die man daraus gewinnt, eigentlich noch viel spannender sind als die Hypothese, die man so vorher hat. Vielen Dank.